Willkommen, Freunde des Wohnanhängers und des unendlichen Zubehörs, das man dafür kaufen kann. Und genau um dieses Zubehör soll es gehen. Sachen, die ich persönlich in meiner Unmaßgeblichkeit für nützlich empfinde. Gut, andere mögen vielleicht dann sagen, Quatsch, brauche ich nicht. Aber trotzdem, viel Spaß bei diesem Video. Eines meiner besten Errungenschaften ist diese Anhängehilfe. Du kannst den Wohnwagen oder jeden anderen Anhänger ganz alleine anhängen. Und so kann man das sogar als Sicherung verwenden, dass der Hänger nicht geklaut wird. Fertig. Jetzt könnten wir natürlich den Rest noch anschließen, die Anti-Schlingerkupplung, das Abreißseil und das Kabel. Aber ich will jetzt nicht wegfahren, ich wollte einfach nur mal dann demonstrieren, wie einfach und wie schick das funktioniert. Das Ding kostet zwischen 68 und 72 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, dass es etwas besser entgratet hätte sein können. Ansonsten ist es schon allein das Geld wert, weil du nicht mehr mit der Deichsel dir in die Stoßstange reinfahren kannst und dir da einen riesen Schaden machst. Ich finde das Ding Bombe. Ich bin voll begeistert. Ich werde das in der Videobeschreibung unten verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das auch brauchen könnt. Dann habe ich mir für meine Gasflaschen, ich habe hier eine 11 und eine 5 Kilo Gasflasche, dieses Manometer geleistet mit diesem Druckminderer. Bei dem Druckminderer, wenn man den kauft, muss man immer aufpassen, dass der 30 Millibar hat. 30 Millibar ist für solche Heizgedöns für den Wohnwagen, und es gibt noch welche mit 50, hatte ich nämlich am Anfang fälschlicherweise gekauft. Die sind für den Hobbygriller. Ja. Also dieses Manometer zeigt jetzt nicht unbedingt an, wie voll die Gasflasche ist, aber dass noch genügend Druck drin ist. Also zum rausfinden, wie viel Gas noch drin ist, gibt es wahrscheinlich bessere Möglichkeiten, wie eine Kofferwaage oder irgendwas, was es automatisch tut. Oder man versucht es mit diesem Teil. Vielleicht noch ganz kurz zum Gasverbrauch. Wir waren 3 Wochen in Frankreich bei bestem Wetter, 30, 35 Grad, und haben den Kühlschrank Tag und Nacht mit Gas betrieben. Und der ist immer volle Kanne gelaufen, also alles was ging. Und wir hatten diese 11 Kilo Flasche mit und sind mit 4 Kilo Gas wieder zurückgekommen. Also so viel zum Verbrauch, das verbraucht wirklich nicht viel. Wir haben da auch gekocht, Eier gekocht, Kaffee gekocht und so weiter. Das ist also, finde ich, ein vernünftiger Verbrauch. Mit Gas heizen im Winter und Kühlschrank betreiben und alles ist natürlich noch eine ganz andere Nummer. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Das werden wir aber sicherlich noch irgendwann tun. Auch dieses große Stützrad, das man auch bei Sackkarren verwendet, hat sich bewährt, denn dadurch, dass es eine so große Auflagefläche hat, kann man den Wagen eigentlich allein rangieren. Das ist eigentlich, man braucht, wenn es relativ glatt ist, keinen zweiten Mann mehr dazu, um den Wagen in irgendeine Position zu bringen, weil das kann man durch dieses große Rad, durch dieses große luftbereifte Rad, eigentlich alles alleine machen.
eine weitere für mich persönlich lohnenswerte Anschaffung, die ich auch empfehlen kann. Muss aber jeder selber wissen. Das ist dieser Plastikkanister. Der ist original chinesisch und ist aus dem gleichen Plastik wie diese Wasserspender, die man beim Arzt oder so findet, wo der Typ immer die Dinger auf dem Buckel schleppt, auf der Schulter schleppt und irgendwo in den 15. Stock trägt. Das ist absolut geschmacksneutral. Ich hatte hier über 3 Monate Wasser drin stehen und habe das danach probiert. Das war astrein, da hat überhaupt nichts nach Plastik geschmeckt. Das ist, kann ich persönlich jetzt wirklich empfehlen. Kostet, ich glaube, 13 Euro für diesen 5/8 Liter Wasserbehälter. Ich glaube, ich habe sogar 9,5 Liter reingekriegt, wenn man es bis oben hin voll macht. Der ist wirklich für mich Bombe. Weil das Wasser aus diesen, auch was hier im Wohnwagen drin ist, dieser Wassertank aus diesem weißen Plastik, das schmeckt immer irgendwann nach einer gewissen Zeit nach Plastik, weil da so viel Weichmacher oder was auch immer für Zeug drin ist. Das mag ich nicht so. Aber das ist wirklich empfehlenswert. Ich habe auch noch einen 25 Liter Kanister von diesem Ding. Allerdings habe ich mich da beim Bestellen etwas verschätzt. Wenn du den voll machst, dann kannst du den kaum noch tragen. Der ist, ja, ich werde mir aber noch so einen kleinen bestellen. Das hat sich wirklich bewährt. Für Trinkwasser, wie gesagt. Das war's dann auch. Freunde, bleibt anständig, lasst euch nicht ärgern und grüßt alle, die ihr barfuß trifft. Tschö. Willkommen, Freunde des Wohnwagens und des unendlichen Scheißdrecks, den man dafür kaufen kann. Was ich auch noch loswerden wollte, in den meisten Wohnwegen. Na, das Licht ist kacke, oder? Sieht aus wie Glatze mit Abreißkalender hier. Durch die Lampe.